Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Für mich ist heute Samstag. Ach, und gerade geht es mir ganz gut, deswegen dachte ich, ich nutze das aus und drehe heute das lange Spielevideo für morgen. Ich habe außerdem noch zwei Ankündigungen zu machen und genau, da legen wir ganz einfach los und ich denke, einige von euch freuen sich drauf. So. Ansonsten, wie es mir geht, was den depressiven Schub angeht, ich glaube, ich bin jetzt langsam auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Aber gestern war irgendwie so, 2 Stunden ging es mir gut, 2 Stunden ging es mir schlecht. Deswegen, ich will es nicht beschreien und ich nutze jetzt einfach die Zeit aus, wo ich so, ich sag mal, relativ gut drauf bin. Zum einen wollte ich euch verkünden, ich habe wieder vorgepackt. Es gibt B-Ware-Tütchen und diesmal nicht ganz zufällig. Also es gibt wieder, also ich schalte euch das online morgens um 9 mit dem Video und es gibt wieder ein laminiertes Spiel, dann so ein kleines Tütchen, also B-Ware-Spiel, B-Ware-Würfel, 2 normale Magnete und eine B-Ware-Rubbel-Challenge und 5 Tracker. Beziehungsweise einige haben 6. Ich sage gleich noch was dazu. Und diesmal ist das Spiel nicht zufällig. Ich habe nämlich ganz viele Schatzinseln. Außerdem habe ich ganz viele Motivationsfeen. Und ich habe noch einige von diesen Gewichtschallenges, die ich das letzte Mal nicht mit in die B-Ware gemacht habe. Weil ich denke, also die Gewichtschallenge braucht halt nun wirklich nicht jeder. Da gibt es allerdings keinen Würfel, sondern nur den Magnet, weil für die Gewichtschallenge braucht ihr ja quasi keinen Würfel. Genau. Und diesmal sieht die B-Ware so aus, dass ihr euch quasi aussuchen könnt, wollt ihr die Schatzinsel, wollt ihr die Motivationsfee oder wollt ihr die Gewichtschallenge. Und genau, könnt ihr euch aussuchen, kostet alles dasselbe und ich habe quasi alle Tütchen vorgepackt. Schon vor 2 Wochen, aber dann ging es mir schlecht, deswegen konnte ich euch das nicht online stellen. So, ja, manchmal ist ja so ein kleiner Druckfehler oder so und manchmal wird auch nicht allzu viel zu erkennen sein, da weiß ich selbst nicht mehr, warum ich das als B-Ware gemacht habe. Bei der Schatzinsel ist es so, ich glaube 3, 4 Schatzinseln sind falsch rum, also da ist hier quasi das... Wie heißt das? Die Lochung. Und die Schatzinsel ist aber falsch rum. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, das ist das. Und wir können hier mal noch in so ein Tütchen reingucken, wie das aussieht. Diesmal gibt es, die tue ich ja zurzeit sowieso in die Bestellung, falls ihr das schon festgestellt habt. Seit Silvester habe ich diese kleinen... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Kleeblätter. Kleeblätter, genau. Ja, Rubbel-Challenge, ich habe, warum ist das hier drin? Ja, ich glaube, mir hat das nicht gepasst, hier oben, aber ansonsten und hier, ne, dass ich den Text nicht ganz getroffen habe. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil ich immer versuche, so viel Text wie möglich unterzukriegen. Was ist meistens mit dabei? Etwas Farbiges, das kann das Würfelbuhu sein, manchmal ist es auch der Yeti, das ist quasi 1, 2... 3, meistens gibt es einen Tracker, also entweder einen normalen Spartopf oder irgendwas, was zu spielen gehört. Minimalismus habe ich hier noch. Ich glaube, 52-Wochen-Challenge ist auch fast überall drin, aber unterschiedliche. Das sind jetzt 5 und das ist quasi das 6. Ich glaube, einige bei den Schatzinseln habe ich es reingetan. Da habe ich entweder den Haustier-Spartopf für die Kleintiere, für die Katze oder für den Hund. Und da das ja nun wirklich etwas ist, was jetzt nicht alle haben, also zum Beispiel, wenn man jetzt keine Katze hat, dann braucht man den Spartopf nicht. Und deswegen habe ich das quasi als extra bei einigen mit reingetan. Und ich habe eine neue Karte. Mir gefällt die Schrift hier oben besser. Und hier steht jetzt noch meine Patreon-Seite. Ob das jemand nutzt, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine neue kleine Karte gestaltet, die mir auch gut gefällt. Mir gefällt auch die Farbe, muss ich sagen. So, vielleicht lasse ich irgendwann mal professionell Visitenkarten drucken. Das weiß ich noch nicht. Ach, die Mini neben mir wird gerade munter. Das ist schön. Die war nämlich am Donnerstag zum Kastrieren. Also quasi vor 1,5 Tagen. Und wir beobachten so ein bisschen, wie es ihr geht. Genau, und das habe ich alles in diese... Also die hier kriegt ihr nicht, wenn ihr bestellt. Ne? Aber ich habe das quasi alles hier zusammengepackt, damit ich dann einfach auch...
Achtet ganz schnell euch einfach mit reinschmeißen kann. So, es sind glaube ich 28 oder 29 insgesamt. Es sind nicht ganz 30 geworden. Aber ich dachte mir, da ich immer mal wieder Fragen habe zum Thema B-Ware, habe ich die jetzt einfach fertig gemacht. So, das ist das. Und was ich noch verkünden darf, oh wartet, wir brauchen noch Strom. Am Freitag, also wenn ihr das Video jetzt am Sonntag seht, quasi in 5 Tagen, ist endlich Release Day. Ich habe ihn ja quasi jetzt intern ein paar Wochen verschoben. Ich hatte euch ja nie gesagt, wann der Release kommt, weil ich erst nicht fertig geworden bin aufgrund von meiner Atemwegserkrankung. Dann ging es mir ja kurz gut und naja, jetzt kam dieser depressive Schub dazwischen. Ich muss jetzt noch ein Item erstellen, etwas, was in einem Briefumschlag kommt zu dem neuen Sparspiel. Ich finde es totschick. Und genau, dass ihr schon mal Bescheid wisst, es gibt dann 4 neue Sachen zu kaufen. 2 Challenges, eine Ruppe-Challenge und ein laminiertes Sparspiel am Freitag. Ich werde sicherlich Vormittag irgendwann das online schalten und Nachmittag so gegen 15, 16 Uhr kommt wieder mein Video, wo ich euch nochmal alles erzähle, was ich mir dabei gedacht habe. So, macht euch keine Sorgen, ihr müsst nicht, ihr könnt, aber ihr müsst nicht gleich morgens um 9 bestellen. Manche stellen dann fest, oh, ich habe hier irgendwas vergessen. Ihr könnt ruhig euch mein Video dazu angucken und dann bestellen. Es geht nichts. Alle, wir produzieren in ausreichender Menge vor. Ich sage das bloß deswegen, weil ich wirklich teilweise 2 Bestellungen an einem Tag habe und dann könnt ihr euch ja nur wirklich das Porto sparen, falls ihr dann irgendwie noch feststellt, dass ja, manchmal hat Etsy da einen Anzeigefehler, dass quasi ich alle 4 Produkte hochlade, aber dann kann man erst 2 davon sehen und so weiter und so fort. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, genau. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich denke mal, bis nächste Woche Freitag wird es mir sicherlich gut gehen. Und wir werden bis dahin auch gut vorbereitet sein. Ich werde, denke ich mal, morgen Vormittag das letzte i-Tüpfelchen erstellen und Spatze wird morgen Nachmittag schneiden. Wir werden alles ungefähr 200 Mal vorrätig haben, also kann dann losgehen. So, und ich würde sagen, jetzt spielen wir einfach und wir spielen heute auch alles, außer die Motivationsfee, weil ich nämlich immer noch nicht geschafft habe, mich darum zu kümmern. Aber ich hoffe wirklich, dass demnächst wieder für mich vollständig die Sonne scheint. Also in meinem Kopf. Und dass dann dieser depressive Schub erstmal überstanden ist. Das hier ist gerutscht. Ich weiß, wir waren bei Wische überall Staub und so weit bin ich jetzt noch nicht. Also, dass ich in all meinen Bücherregalen und so weiter und so fort. Das fehlt mir noch. Es gibt ja immer so Stellen, wo man regelmäßig Staub wischt und dann gibt es ja auch Stellen, die so, naja. So, steht noch an. Ganz, ganz ruhig. Und jetzt freue ich mich schon mega auf meine Zaubererschule. Ach, dazu will ich, also die gibt es ja nur bei Patreon. Aber ich will irgendwann dieses Jahr noch was erstellen aus diesem Universum. Also ich will jetzt nicht sagen aus dem Harry Potter Universum, aber aus dem Universum, was ich mir quasi hier überlegt habe. Mal gucken, wann ich das schaffe. So, das ist auf jeden Fall der Büchertopf. Und da ich mir letzte Woche 3 Bücher gekauft habe, müssen wir den auf jeden Fall füllen. Und wir suchen uns, ich denke mal, den Würfel. Wobei der Würfel ist eigentlich eher für das Drachenspiel wartet. Ach komm, wir machen das jetzt nicht so kompliziert. Wir nehmen den Würfel. Ach so, wir packen heute keine kein Geld hier rein. Hier ist zwar viel Hartgeld drin und die Umschläge stimmen. Ich habe alles nachgezählt, das habe ich geschafft. Aber weil ich ja in den letzten Tagen es nicht geschafft habe, das Haus zu verlassen, auch außer um zum Arzt zu gehen. Also es ist wirklich ein Krampf, wenn ich depressiv bin. Da will ich mich den ganzen Tag in meinem Bett einmummeln und vor meiner Haustür wartet die böse Welt, die mich verunsichert, vor der ich Angst habe. Es ist wirklich, also für Menschen, die quasi Depressionen oder Ähnliches nicht kennen, ist das vielleicht irgendwie schlecht nachzuvollziehen. Aber ich fühle mich extrem unwohl, vor die Tür zu gehen. Es ist ganz, ganz verrückt eigentlich. Naja, auf jeden Fall, also so kenne ich mich selbst halt nicht. Ne? Also wenn ich einen depressiven Schub habe, denke ich, ich bin irgendwie ein anderer Mensch. Anyway, ich habe auf jeden Fall kein Geld geholt. Also wir haben aktuell weder Geld für das Cash-Stuffing,
Zu Hause, also auf dem Konto natürlich schon. Noch haben wir Geld, um hier was reinzutun. Aber ich kümmere mich jetzt nächste Woche drum, denke ich mal, dass dann alles ganz, ganz langsam wieder in den gewohnten Bahnen läuft. Ich hoffe es. Ich warte jetzt jeden Tag drauf und heute war eigentlich ganz gut. Also als ich gestern aufgestanden bin, ging es mir schlecht. Dann ging es mir im Laufe des Vormittags ein bisschen gut. Nachmittags ging es mir wieder schlecht und abends hatte ich nochmal eine gute Phase. Das hört mir auf. Deswegen, ich beobachte das und sobald ich mich wirklich wieder hergestellt fühle, dann kann ich mich auch wieder um zwei, drei andere Sachen kümmern. Das nur dazu. Wir erwürfeln das. Ich schreibe hier hin, wie viel Geld rein muss in die Töpfe und ich kümmere mich dann nächste Woche drum. Obwohl nächste Woche schon die zweite Februarwoche ist, aber wir kriegen das hin. So, wir kriegen das hin. Also Budgetgestaltung ist ja nun keine Einbahnstraße und auch keine Sackgasse. Hatte ich jetzt schon gewürfelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe euch so viel zu erzählen, Leute. So, ich habe eine 2 gewürfelt. Oh, wir kommen um den Besen und wir haben einen Flugunterricht. Du fliegst hoch hinaus, würfel und rücke vor. Okay. Wir haben noch eine 3 gewürfelt. 1, 2, 3. Spare 1 Euro. Naja. Da habe ich ja schon so viele Ereignisfelder reingepackt. Naja, gut, den Würfel haben wir schon. Und dann haben wir noch die Sportblüte. Und da habe ich überlegt, würfeln wir diesmal mit einem anderen Würfel. Oder? Nee, nehme ich 2 Würfel. Da hatte ich mich doch, glaube ich, nochmal umentschieden. Ich dachte, ich hätte hier noch einen Zehner oder einen Zwölfer reingepackt. So, passt auf, wir nehmen 4er-Würfel und 6er-Würfel, damit wir hier irgendwann mal fertig werden. Wir haben 2 Vieren gewürfelt. Na gut, dann ist das so. Und dann würden, also 8 Euro würden quasi 9 Euro in den Büchersparttopf wandern. So, die 4 ist lila mit 3, 3, 5. Ne, ich habe die 3, 3, 7. Hier unten bestimmt, ja, 3, 3, 5. So, das passt mir wirklich sehr gut, weil ich habe aktuell wieder Leselaune. Also teilweise ist es ja so, dass ich mich nicht wohlfühle zum Lesen, weil ich manchmal so großes Konzentrationsdefizit habe. Aber so die letzten Tage hat es mir extrem gut getan, mich dann einfach zurückzuziehen, ins Bett zu legen, Buch zu nehmen oder Kindle zu nehmen und dann quasi einfach für ein, zwei Stunden erstmal in dieser Welt zu verschwinden. Und das hat meinem verrückten Kopf definitiv ein bisschen eine Ruhepause verschafft. Und ich habe gestern auch schon das erste Buch beendet, was ich mir am 31. Januar bestellt hatte. So. Genau, die Geldblüte von der Budget Birdie. So, der nächste Topf ist Gesundheit. Da muss viel Geld rein. Ich habe es euch ja schon erzählt gestern im. Habe ich das auch gestern erst gedreht? Weiß ich gar nicht. Donnerstag oder Freitag? Naja, auf jeden Fall. Gestern kam der Wochenabschluss. Und dass wir für Gesundheit, wartet mal, ich mache das Licht mal wieder aus. Jetzt besser. Also wahrscheinlich ist es jetzt hier ein bisschen dunkel, aber dafür ist hier kein Licht drauf. Ja, dass der Gesundheitstopf mittlerweile ganz schön leer ist nach diesem Monat. So, aber wir haben ja, glaube ich, ein bisschen was drin, wo wir ein bisschen pokern können. Für Dracarys nehmen wir, das ist von Black Roses Design, einen wunderschönen grünen Würfel. Eine 4. Ich glaube, wir waren hier noch auf keinem einzigen Ereignisfeld. 1, 2, 3, 4. Spare 1,50 Euro. Na, herzlichen Dank. Aber gut. So, dabei ist es so schön, ey. Ich würde gerne mal erfahren, was da alles für coole Ereignisfelder auf uns lauern. Ah ne, hier muss ich das Geld auf jeden Fall noch rausnehmen aus dem Beutel. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Gut, wir haben. Was haben wir denn? Ach, hier haben wir gar nicht so hochpreisige Dinge drin, wa? Na gut, dann würfeln wir einfach immer zweimal. Das kriegen wir schon hin. Also, wir haben hier den Panda von Lefi Budget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ich würde sagen, wir rubbeln einfach. Zwei Felder. Kommt. Wir machen zwei Felder. Und zwar einmal 5 Euro und was haben wir hier noch? 3 Euro. So, da haben wir hier 8 Euro bei der Challenge. Und hier würde ich sagen, würfeln wir auch jeweils zweimal. So, die Sparmilch ist von Sally und Tommy und das Dracheneierbrüten ist auch nochmal von Black Roses Design. So, und ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt einfach 2 lilane Würfel und für das andere hatte ich doch hier diese Drachenwürfel zurückgelegt. Wo ist denn der viereckige hier? Ich glaube, das sind wirklich schöne Drachenwürfel, oder? Finde ich schon. So, los geht's. Wir haben eine 3 und eine 2. 5 Euro. Also wenn wir so weitermachen, kommt der Gesundheitstopf hier kein Geld. Aber gut, so, wir nehmen uns ein Pink. So, ich habe mir übrigens, obwohl jetzt quasi für mich morgen, für euch heute, die erste Februarwoche vorbei ist, habe ich den Februar auch noch nicht gestaltet. Ich habe noch keine. Ich muss mich da die nächsten Tage drum kümmern, aber ganz ruhig. Immer morgens schauen, was der Kopf sagt. So, das war eine 2 und hier haben wir noch eine 3. So. Und wir haben noch die Dracheneier. Haben wir nicht noch einen Würfel? Der sieht doch auch so aus. Das ist dasselbe, ne? Nur mit einem anderen Grünton. Kommt, wir würfeln jetzt mit. Wir nehmen noch den dazu. Wir brauchen wirklich ein bisschen Geld im Gesundheitstopf. So, wir haben, das sind 12 Euro und 5 sind 17 Euro. Dass hier ein bisschen Geld reinkommt. Machen wir erstmal hier. Was haben wir da in Grau? Wie viele Grautöne haben wir denn? Mehrere. So, dann nehmen wir hier erstmal, was haben wir denn? Eine 3, ja. Ach ja, das Drehen fühlt sich heute wesentlich, wesentlich lockerer an. Ich glaube, das ist erstmal gut. So, 2 Euro. Man weiß immer nicht, wie lange es hält, aber wir machen das Beste draus. So, wo ist noch eine 6? Mir sind die 6 ausgegangen. Gut, dann splitten wir es auf. Machen wir noch eine 5 und eine 1. Und dann bleiben wir gleich bei Grau. Ich weiß, ihr seht das kaum, ne? Oder? Ein bisschen. So, und dann nehmen wir hier noch eine 5 und eine 1. So. Die Farbe haftet halt auch nicht gut, weil die ja aus der Druckerei kommen. Und das ist immer der Vorteil, ne? Also die Farbe ist wunderschön, weil es gedruckt ist. Aber dafür kann man quasi mit Buntstiften nicht allzu viel erreichen. Das ist der Grund, warum wir immer noch zu Hause drucken und nicht in der Druckerei. Ich werde morgen mal gefragt, wo druckst du? Zu Hause. Weil ich liebe Ausmalen. Also Ausmalen ist für mich wirklich oberste Priorität. Wenn ihr das eh laminiert, dann ist es tatsächlich absolut, ich sag mal, scheißegal. Aber ja, ich bin großes Ausmalmädchen. Deswegen drucken wir selbst und haben quasi auch, also als wir Papier recherchiert haben, hatte ich quasi als Maßgabe Spatze auch gesagt, ich möchte gern Papier haben. Es gibt ja auch so schönes glattes Papier. Wo die Farbe auch noch mal ein bisschen satter wird. Und weil die Farbe bei uns schon relativ gut ist. Aber ich hatte da auch zu Spatze gesagt, du, ich möchte, dass es beim Ausmalen gut aussieht. Und wir haben tatsächlich einige Papiere bestellt, bis sie zufrieden waren. So, im Gesundheitstopf sind es jetzt insgesamt, warte mal, 25, 30, 31,50 Euro. Das ist erstmal fürs Erste okay. Jetzt haben wir für den Geschenketopf mal wieder so ein kleiner Einblick aus meinem, ich sag mal,
Etsy-Business, was mir sozusagen wichtig ist und was ich mir so gedacht habe bei unseren Produkten. So, was jetzt, ich will damit nicht sagen, dass es andere Shops richtig oder falsch machen, sondern quasi nur, wie ich quasi für mich an diese Sache herangegangen bin. Und da die meisten sowieso ihre Sachen laminieren oder die Etsy-Shops Sachen laminiert anbieten, dann ist es tatsächlich egal, ob man mit Buntstiften draufmalen kann. Und deswegen wird es, glaube ich, bei mir im Shop auch nie oder fast nie laminierte Produkte geben, außer halt die Spiele, also Sachen, die sozusagen ein bisschen länger halten sollen. Weil, naja, ich mag wirklich das Ausmalen sein. Also. So, eine 6. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dieser ganzen Sache steht. Lieber ausmalen oder lieber ein bisschen Langlebigkeit und mehrmals benutzen, indem man es halt laminiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Kekse hatten wir die eigentlich schon. So, Berti durchsucht das Haus von Griesbert. Den Schlüssel findet er nicht, aber ein paar leckere Kekse und 1 Euro. Und mir ist gerade eingefallen, dass wir ja heute zum letzten Mal das spielen. Und deswegen würfeln wir mal noch ein paar Mal. Vielleicht komme ich ja noch zu Griesbert oder zum Weihnachtsmann. Wir haben noch eine 1. So, hier gibt es erstmal einen Kaffee. Oder ein Kakao, wa? Robby winkt Berti zu sich, damit der Vorsteher eine Pause macht. Eine heiße Schokolade hat schließlich noch nie jemandem geschadet. Spare 3 Euro. Schreiben wir uns noch 3 Euro auf. Puh, ich habe noch eine 1 gewürfelt. Nee, wir beginnen von vorn. Warte. 5. Oh, eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind bei Griesbert. Ich bin eine glückliche kleine Spinne. So, wir haben es geschafft. Griesbert gibt den Schlüssel nicht kampflos her. Würfe eine 1 bis 4 und du wirst zum Start zurückgejagt. Bei einer 5 bis 6 bekommst du den Schlüssel und 10 Euro. Da. Wir haben Griesbert besiegt. Die 10 Euro schreibe ich mir nicht auf, aber wir haben quasi, wir haben das Spiel erfolgreich beendet. Ich hefte es mal gleich aus. Genau. Neu einheften können wir jetzt die Beine tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe mir um den Februar noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß, dass ein paar Sachen rausgehen. Ich glaube, 2 Spiele kommen rein oder 3 von anderen Mädels. Und ich werde mir bei meiner Februargestaltung dann auch noch... Achso, wie viel haben wir jetzt? 4 Euro. Ich schreibe mir mal nur die 4 Euro auf. Reicht auch für den Geschenketopf. Ich bringe ja das neue Sprachspiel raus. Am 10. müsste das sein. Also nächste Woche Freitag. Und der Vorteil ist, dass ich am Samstag drehe. Und das heißt, ich könnte dann quasi für die erste Februarwoche mein eigenes Sparspiel gleich bespielen. Und das werde ich mir auf jeden Fall reinschreiben. So, und dann haben wir hier noch 5 Euro. Das ist nämlich der Sparkeks von Sally und Tommy. Dann nehmen wir uns jetzt mal noch 2 Brauntöne. Ne, wir können mal ein anderes Braun nehmen. Wir haben jetzt immer wieder dasselbe. So, jetzt ist es abgehauen. Ja, bin gespannt, was ihr schreibt zum Thema Laminieren oder nicht laminieren. Ich weiß, ihr hattet da auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht mehrere Produkte anzubieten, die man laminiert, damit die einfach auch längerlebig sind. Also ich verstehe da schon den Vorteil. Aber ja, ich bringe es quasi... Ich bringe es nicht übers Herz. Vom Arbeitsaufwand mal abgesehen. Ich glaube, wir haben auch einfach zu viele Bestellungen, um jetzt noch anzufangen, solche, ich sag mal, Tracker zu laminieren. Aber ich habe da tatsächlich eine ganze Weile quasi eine Pro-Kontra-Liste im Kopf gehabt, wie das weitergehen soll. Genau. So, Geschenke. Jetzt kommen 3 Spiele für den, 3 wundervolle Spiele für den Freizeittopf. Wir haben Super Spario von Design by Desa. Wir haben Alice im Wunderland von der Oma Belle. Und wir haben Make a Witch von der Budget Wölfin. Alles wundervolle Spiele, die auch mit in den Februar wandern werden. So. Wir würfeln eine 6. Wo sind wir denn hier oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder kein Ereignisfeld. Ich bin verflucht. So, Alice im Wunderland, da hätte ich gern einen grünen Würfel.
Eine 2. So, sind 3 Euro. Ich glaube. Oh nein, jetzt kleben die anderen noch. Ich kümmere mich drum. Was haben wir gesagt? 3 Euro. 3 Euro. Ganz vorsichtig. So, und dann müssen wir bei Make-A-Witch auf jeden Fall weg hier. Damit die nicht übereinander liegen. Was haben wir gewürfelt? Eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 Euro. Na gut. Wären also im Freizeittopf 9 Euro. Das ist okay. So, das ist okay. Jetzt kommt noch der Techniktopf. Wir spielen ein letztes Mal das Winter Wonderland von der Budget Birdie. Und nehmen einen blauen Würfel. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spare 1 Euro. Kommt, wir machen nochmal. 1 Euro. Techniktopf, da kann ruhig Geld rein. Noch eine 3. 1, 2, 3. Nur 2 Euro. Ich will jetzt auf ein Ereignis fällen, dass es klar ist. Noch eine 1. Heute wird nicht gespart. Komm. 1, 2, 3, 4, 5. Schlittschuhe. So, du fällst beim Schlittschuhlaufen auf die Nase und findest 2 Euro. So, dann sind wir insgesamt bei 5. So. Und da kommt das Winter Wonderland auch raus. Und ja, mein Dyson Eis kommt auch raus. Weil der Februar auch noch ganz schön kalt ist, aber ich muss sagen, ich muss mit dem nächsten Mal ein bisschen gute Laune machen. Und ich muss anfangen, Frühlingsspiele zu designen. So, außerdem haben wir im Technik-Spartopf noch den Sparfuchs. Da kommen auf jeden Fall wieder 20 Euro rein. Jetzt sind wir schon bei 25. Und den Bombseeker von Design by Desa. Und ich würde sagen, da ruppeln wir heute auch 2 Felder frei. Finde ich. Und zwar, wir nehmen die hier unten. So, das Problem ist bloß, dass dieses Baby hier langsam seinen Grip verliert. Deswegen versuchen wir das mal ganz vorsichtig. Oh, mit einer Münze. Was ist denn, Millie? Miaut übrigens nicht. Ne? Ihr kennt es ja aus meinen Videos. Normalerweise springt sie hier rum, miaut, möchte Aufmerksamkeit. Sie ist aktuell eine sehr stille Katze. Aber ich habe sie schon zum Schnurren gebracht. Also das geht noch. Ja, ansonsten kriegt sie sehr viel Ruhe. Und ein bisschen Beobachtung. Und der Tierarzt ist teuer geworden. Also in Tiertopf müssen wir heute auch viel Geld sparen. Also, 8 Euro. Und dann sind wir insgesamt bei 33 Euro für den Techniktopf. Ich glaube, das ist sehr gut. So, genau. Das Geld passe ich dann an, bevor ich mich um den Monatsabschluss kümmere. Aber ich glaube, das wird... Bis ich hier ein bisschen mit meinen Videos hinterherkomme, da wird eventuell noch ein klein wenig Zeit vergehen. Ich bin wirklich erstmal froh, dass es mir heute so gut geht, dass ich hier. Gestern habe ich gedreht, den Wochenabschluss, und da saß ich wirklich vorher da und dachte mir, du kannst nicht drehen, du willst nicht drehen. Also ich war nicht gut drauf, aber das ging dann, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu reden. Ich dachte, okay, wenn das Video nur 10 Minuten lang wird, weil ich einfach groß nichts erzähle, dann ist das auch okay. Aber ja, also ich war tatsächlich kurz davor, Januar 4, ne? Januar Woche 4 auf nächste Woche zu verschieben, weil... So, aber es ging. Ja, so, Dyson Eis. Das können wir ja schon mal ausheften. Denn... Oh, komm! Spielen es ein letztes Mal... Und das Einhornrennen spielen wir auch ein letztes Mal. Ich werde das ist ja von der Zielschmiede. Und von der Zielschmiede habe ich auch, ich glaube,
ein oder zwei andere Spiele. Auf jeden Fall Ella und Eddie. Und ich werde das Einhorn im Februar, wobei das natürlich... Wobei Ella und Eddie ist auch eine Liebesgeschichte. Nee, wir machen mal Ellie und Eddie im Februar. So, also, Konzentration, genau, der Tiersporttopf. Wir nehmen erstmal einen blauen Würfel und wir würfeln ja auch so lange, bis ich zufrieden bin. Ich habe ja immer noch nicht unsere Freundin gefunden. Wobei, wir stehen kurz davor, wir brauchen eine 2. Eine 6. Gut, dann finden wir wohl nicht unsere Freundin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber der Papa gibt uns Taschengeld. So, das hier ist Pauls Papa. Und zwar, Pauls Papa macht ihm Mut und sagt, sei immer hilfsbereit und freundlich, dann wirst du viele Freunde finden. Paul bekommt 5 Eistaler Taschengeld für seine Reise. So, und wenn ich mich nicht irre, ich glaube, Pauls Papa haben wir bei der Rubbel-Challenge das Weihnachtsgeheimnis. Wie ist denn das? Was Geheimnis? Die geheime Mission. Bei der geheimen Mission haben wir, glaube ich, Pauls Papa auch nochmal getroffen, bilde ich mir ein. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier erstellt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist bestimmt Eisbär Eddie. Genau. Eisbär Eddie sitzt auf einer Eisscholle fest. Paul hilft ihm. Heute wird nicht gespart. So, wir würfeln weiter, bis wir hier rum sind. Bei dem Spiel, das Dice und Eis habe ich eh so gestaltet. Das ist eher für Kinder, also was heißt für Kinder, dass es jeder bespielen kann, aber dass hier kleinere Beträge sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir die Robbe, die winkt uns. So, Paul begegnet einer Robbe, sie winkt ihm und schenkt ihm ein Eistaler. So, welcher Topf ist das eigentlich? Tiere, ja, wir können hier ruhig so lange würfeln, bis wir schwarz werden. 1, 2, 3. So, wir gehen hier mit dem Pinguin Schlittschuhlaufen. Die anderen Pinguine laden Paul zum Schlittschuhlaufen ein. Würfe einmal vor Freude und spare die Augenzahl. Haben wir noch 3 Euro? Das wird... Ich will entweder zu dem Inuit-Mädchen oder, oder zu Paula. So, wir haben eine 3. 1, 2, 3. Hier steht Paul hüpft über den Eisberg. Wupp. Haben wir nochmal 1 Euro. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, wir sind auf jeden Fall bei dem Inuit-Mädchen. Das Inuit-Mädchen Unalaq erklärt Paul, dass der Name, also ihr Name, Westwind bedeutet und ihr Vater Fischer ist. Sie schenkt ihm 2 Eistaler. So, und jetzt würde ich gerne noch eine 3 würfeln. Eine 4. Da wären wir exakt bei Start. Kommt. Eine 2. Eine 1. Ah, wir haben eine 2. Also 5 Euro. Nee, komm, die sparen wir jetzt nicht. Wir haben ja beschissen. Und wir haben eine 1. Und jetzt sind wir endlich bei Paula angelangt. Paul und Paula. So, Paula ist ein Polarfuchs. Der kleine Pinguin lacht, weil er fast genauso heißt. Sie beschließen, Freunde zu werden. Und jetzt bin ich eine sehr glückliche kleine Spinne, denn ich habe meine Geschichte erfolgreich beendet. Ja, das Spiel, was jetzt im Februar rauskommt, da erzähle ich wirklich eine Geschichte der Reihenfolge. Ach, ich erzähle euch das dann am Freitag. Ach, ich freue mich so, Leute. Ich freue mich so. So, Einhornrennen. Wir haben eine 2 gewürfelt. Die wunderschöne Krone lenkt Elsa von ihrem Weg ab. Sie läuft nicht weiter, bevor sie nicht diese Krone für 4 Euro ihr eigen nennen kann. Und mir ist gerade eingefallen, ich schreibe erstmal die 4 Euro auf. Oder wir können ja eigentlich nochmal würfeln. Kommt. In Tiertopf muss Geld. Die 4. Hatten wir die 4 schon? Ich habe den Paul auch noch gar nicht aufgeschrieben. Nee, das kennen wir auch noch nicht. Aus der Ferne hörst du die Zuschauer am Ziel Elsa anfeuern. Sammel 5 Euro für den Ehrenpokal inklusive dem Preisgeld. So, wir sind also angekommen. Ja, im Prinzip ist das... Warte, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gespart habe. 5 Euro. Im Prinzip... Huch. So, im Prinzip sind wir angekommen. Haben wir nochmal 5 Euro. 4 Euro und 5 Euro sind auf jeden Fall 9 Euro für... Steht hier gar nicht drin. Doch, 9 Euro Einhornrennen. Und Dyson Ice waren 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Euro. Tschüss. Tschüss.
So, letzte Woche haben wir Annie Mori gespielt, also spielen wir diese Woche Fairy Mori von Design by Desa. Das ist quasi das Feenmemory. So. Spatze hat schon wieder gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das rausgeschnitten habe. Der bringt jetzt Etsy-Bestellungen zur Post, 20 Stück. Und dann geht er noch einkaufen. Ein Großeinkauf gab es diese Woche für Familie Pfifferling auch nicht. Ich habe es auch gehasst, Auto zu fahren. Ey, wenn es mir so schlecht geht, und Spatze hat ja noch keinen Führerschein, wenn es mir so schlecht geht, dann habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich eine gute Fahrerin. Ne? Also ich habe meinen Führerschein vor 20, oh Gott, vor 20 Jahren gemacht. Ich bin jetzt 38, habe ihn mit 18 gemacht, ja. Beziehungsweise mit 17 habe ich schon angefangen. Ich fahre seit 20 Jahren und ich bin eigentlich eine sehr, ich sag mal, eine geübte Fahrerin. Aber wenn ich einen depressiven Schub habe, dann ist mir jede Parklücke zu klein. Wobei einparken ist noch besser als ausparken. Beim Ausparken habe ich immer das Gefühl, alle Autos sind viel zu nah dran und ich ditche die an und oh, hört mir auf. Also Straßenverkehr ist ganz schlecht. Das ist ja wirklich das, was ich meine. Ne? Also das Haus zu verlassen ist für mich, dort draußen warten nur Gefahren auf mich. Das ist wirklich so. Ne? Also ich habe jetzt keinen Verfolgungswahn, aber ich fühle mich äußerst unwohl und als ob mich. Ja, angegriffen, so schwach, schwach und oh Gott. Ich habe auch versucht, nach Möglichkeit jeden Gang, den ich gemacht habe, irgendwie, dass ich Spatze mitnehmen konnte, weil oh, es ist. Ich hätte sonst teilweise nicht das Haus verlassen. Ne? Also, Depressionen sind wirklich ein ganz übles Mistvieh. So, aber zum Glück habe ich das nicht mehr jahrelang, sondern nur noch so Schübe von ein bis zwei Wochen, deswegen. Das ist dann schon ganz gut. So, wir machen. Wir können doch jetzt mal irgendwie einen Zehner würfeln. Ich dachte, ich hätte mir hier Zehner Würfel reingepackt, aber habe ich irgendwie nicht. Ich hatte mir doch, glaube ich, auch 12er Würfel rausgesucht. Wie sind die denn hingekommen? Ja, irgendwas stimmt ja nicht. Wartet mal kurz. Also ich habe keine Ahnung, unter welcher geistigen Umnachtung ich letztens hier gelitten habe. Ich weiß, ich stand da mit einem meiner Würfelbehälter. Und weil nämlich der kleine, was ist denn das, der 12er Würfel, genau, also nicht der 10er von der Budgetwölfin, sondern der 12er Würfel von der Budgetwölfin. Ich fand den immer recht klein für die Videos und dann dachte ich hole mir einen größeren raus. Ich weiß aber nicht, wo der hingekommen ist. Also ich weiß, ich habe ihn rausgenommen. Naja, passt auf. So, das hier ist auf jeden Fall ein 12er Würfel. Und hier ist noch ein 10er Würfel. So, ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Wir nehmen jetzt einen 10er Würfel. Passt auf. Wir haben gewürfelt eine 8. Also drehen wir 8 Dinger um. Wir brauchen wirklich Geld im Katzenspartopf. Und ich weiß, dass wir noch das Geld übrig haben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt habe ich die Symmetrie zerstört, ich weiß. 7, und 8. Haben wir irgendwas doppelt? Warte, ich suche dir mal raus. Ist ja alles lila in lila. So, wir haben das hier haben wir doppelt und ansonsten nichts. So, sind also 6 Euro, das Doppelte sind 12 und 2 sind 14 und 5 sind 19 und 5 sind 24, 25 und 8 sind 33 Euro. So, das ist doch ein Wort. Da muss ich jetzt denken an Harpe Kerkeling mit einem Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch und eine Tunte eine Enzyklopädie. Ach, Tunte im Café habe ich mir immer sehr gerne angeguckt. So, hat aber auch gut gemacht. Hier mit seinem Buch, ich bin da mal mit weg, konnte ich tatsächlich nicht so viel anfangen. Das war nicht so ganz meins von der Idee her. Nee, von der Idee her fand ich es gut, aber von der Umsetzung nicht unbedingt. So, wir haben Love You Like No Other von
der, jetzt ist der Name weg, Marta, Sally und Tommy ist das. Und das bleibt definitiv im Februar, weil ist ja nur auch. Ne? Ich hatte ein bisschen überlegt, ich wollte auch meine Budgetgestaltung eher nochmal im Blau und Eisig machen, weil der Februar, wir haben ja Schneestürme und so. Aber ich dachte, Spatze und ich, wir sind zwar schon seit über 5 Jahren zusammen, ja seit 5,5. Wir haben aber, wir feiern keinen Valentinstag. Aber ich glaube, ich werde die Budgetgestaltung wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe mir da noch nichts rausgesucht, obwohl wir heute schon den 4. haben. Ich werde wahrscheinlich in rosa und pink machen. Quatsch, in rosa und rot. So kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich mir dazu jetzt auch keine Sticker oder Washi oder so gekauft habe. Aber ich glaube, das ist der einzige Monat im Jahr, wo ich wahrscheinlich zu pink greifen werde. Deswegen, wir gucken uns das mal an. Wir haben eine 5 gewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir sind zum ersten Mal auf einem eigenes Feld gelandet. Und zwar ist es... Ach, das hier oben. Dieses Parfüm wünscht sich Schatzi schon lange. 7 Euro. Da ist ja im Katzenquatsch, im Tiersporttopf viel passiert. Wir haben 45 Euro... 54, 61 Euro. Das war ganz gut. Also wir haben beim Kastrieren über 180 Euro gelassen. Das ist schon ganz gut. Was ist los, Spatze? Ach, du miaust dich. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber dir macht zumindest Spaß, gestreichelt zu werden. Das ist besser als nichts. So, letztes Jahr um die Zeit. Naja, ich glaube in 2 Wochen. Was ist denn das? Kalender. Sieht aus wie der 22., 23. Da mussten wir unsere andere Katze, unsere zweite eigentlich, genau, die zweite Mietz muss man einschläfern lassen. Also Amaya ist die erste, Luna war die zweite und Millie ist die dritte. Und naja, dementsprechend, jede OP wird immer so ein bisschen beäugt und geguckt. So, wir haben jetzt den Urlaubstopf und dann können wir endlich wieder unser erweitertes Stichspielen von Alltagssparen. Und ich finde das ja so schön. So, so, so schön. Hopp. So. Dann sparen wir 2 Euro. Das Größere siegt. Und hier wieder diese übelst niedlichen Bilder. So, wir sparen 2 Euro. Und ja, Stich bleibt auch noch eine ganze Weile. Mal gucken, ob wir hier überhaupt noch was aussortieren können. Ich habe da jetzt gar nicht so einen großen Überblick. Dann haben wir noch die Mermaid Party von Design by Desa. Wir brauchen 2x pink. Habe ich noch 2x pink? Ja. Und ich habe auch noch 2x blau. Heißt doch gut geplant. Wir haben eine 10 und eine 8. Pink 10, ja. Pink 10, blaue 8 und da ist quasi nichts. So. Und nichts male ich, glaube ich, blau. Wo ist denn... Ja. Oder? Die ist lila, das ist das Seepferd. Das ist die grüne Tante. Ja, nichts male ich blau. So. Also wir haben eine 8 und eine 10, also das Feld. Hier sind wir auch noch eine ganze Weile beschäftigt. Stört mich aber nicht. Ich habe ja noch ein Mermaid-Spiel von Design by Desa, aber das spielen wir erst dann so Richtung Sommer. Was habe ich mir jetzt aufgeschrieben? Ach, wir haben ja gar nichts aufgeschrieben. Was? Susan! Ach, nichts war 1 Euro. So, 1 Euro. Also waren dann 3 Euro in den Urlaubstopf. Ja, passt. Ist ja zu, ja, der ist zu. Der Luxustopf, da haben wir quasi nur Savings-Blocks. Da können wir aber auch ruhig mit 2 Würfeln würfeln. Also nicht, weil hier unbedingt Geld rein muss, sondern weil wir ja irgendwann durch sein wollen. So, 2 Würfel. Ja, eine 6 und eine 4 sind also 10 Euro. Und
Vier ist das hier. Dann nehme ich den Lilan. Das ist die 339. Nee, der ist es nicht. Der hier? Ja. Und die 6 ist wie immer das Grüne. 363. Das bist bestimmt du. Nein. 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 Hallo, eins von den Grünen muss es doch sein. Das. So. Also, und zwar, wir nehmen den hier und den knallen wir hier rein. Ich hole uns mal ein bisschen ran hier. Ach ja, sie hat gesagt, heute kommt was Neues raus, was so ähnlich ist wie Savings Blocks, aber ohne Würfeln. Bin ich ja mal gespannt. Muss ich heute noch bei Instagram vorbeischauen, was die liebe Sandra da wieder gezaubert hat. So, noch einen langen. Und den können wir hier drauf, wa? So. Schön. Hier wird es noch lange malen. Das war Luxus. Jetzt kommt noch einmal Feier, und zwar das Süßigkeiten-Traumland von Miss Cherry Blossom.de. Die hat mich gestern angeschrieben und gesagt, sie hat die Größe verändert. Und wahrscheinlich kriege ich da sogar Post von ihr. Da müssen wir mal gucken. Und hier sind wir. Und wir nehmen ein Rosa. Da bin ich ja schon ganz neugierig, wie sie das dann quasi neu angeordnet hat. Eine 1 und wir sparen 1 Euro. Welcher Topf ist das? Feiern. Ja, das ist okay. Wir haben jetzt jedes Mal nur 1 Euro gespart. Naja, es steht ja jetzt, also für Ostern, wir haben noch Geld im Topf. Wie viel Geld haben wir eigentlich im Topf? Zeig ich mal her. Ausgegeben habe ich diesen Monat nichts und 3 Euro kam rein. Im Feiertagetopf sind 210 Euro. Also das wird ja dann auch für ein bisschen Osterdeko reichen. Und ich glaube, Ostern ist auch erst im später. So. Jetzt kommt ganz, 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 ganz viel Heizkosten. Und wir fangen an mit dem Winterschlaf von Oma Bell. Den nehme ich auch noch einen Monat mit. Ich habe noch 2 Spiele von ihr. Also jetzt haben wir 2 in der Routine und ich habe noch 2 und die Süßigkeiten-Challenge. Und aber da haben wir noch Zeit. Also das Bienenspiel mache ich auch erst, wenn es warm ist. Und dann habe ich noch so eine Siedler von Katan-Variante. Und mal gucken, wie lange wir noch für den Winterschlaf brauchen. Ich glaube, der Bär macht im Februar bestimmt noch Winterschlaf. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir sind hier. Das sieht aus wie ein Jäger mit einem Hund. Und wir müssen bestimmt hier hin. Du hast Schüsse. Scheinbar sind Jäger in der Nähe. Du machst lieber einen großen Bogen und folgst den Pfeilen. Das kostet dich viel Energie. Nimm 2 Euro von deinem Ersparten zurück. Aber hier steht auch 2 Euro. Das heißt, ich würde 2 Euro kriegen. Oder? Ich muss 2 zurücknehmen und hier kriege ich 2. So würde ich das interpretieren. Also wird nicht gespart. So, wo ist denn das? Winterschlaf hier unten. Meine Interpretation. So, aber ihr schreibt mir immer in die Kommentare, wenn ihr mich verrechnet habt oder so. Ist immer ganz gut, dass da jemand auf mich aufpasst. So, die Temperatur-Challenge von der Budget-Börde. Ich habe geguckt, wir haben aktuell 1 Grad. Also schreiben uns rein. Wartet, wo ist es denn? 1 Euro. Und, hier fehlt noch einer. Hier haben wir noch den Heizkostenspartopf von der Budget-Wölfin. Das sind 10 Euro, ne? 10. So, dann nehmen wir diesmal wieder ein. Wir können ruhig mein Geld nehmen. Habe ich hier irgendwie mein Geld? Wie sieht das aus? Oh, ein gelbes Feuer. Ich bin sehr gespannt auf unsere Abrechnung, das kann ich euch sagen. So. Machen wir ein gelbes Feuerchen. Wie viel Geld ist im Heizkostensporttopf? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was diesen Monat reingekommen ist, aber zum Monatsstart hatten wir 900 Euro. Ich denke,
Ich denke, wenn wir da mit 1000 Euro in diese Sache reingehen, dann ist das doch ganz gut. So, fütter den Yeti. Da hatte ich mir überlegt, ob ich demnächst mit einem Vierer würfel. Aber wenn es blöd kommt, warte mal, wenn wir eine 4 würfeln, das wären 1 Euro plus, sind 3 Euro, sind 6 Euro, sind 10 Euro. Okay, das können wir machen. Passt auf, wir nehmen 4er und wir haben eine 1 gewürfelt. Wo ist denn hier mein Spezialstift? Hallo? So, wir streichen also den Muffin weg und haben gespart 1 Euro. So können wir das auch machen, habe ich mir überlegt. Und jetzt haben wir nur noch das Dice Land und da nehmen wir. Achso, nee, das ist ein 12er. Nehmen wir wieder ein 20er. So, eine 1. Komm. Und eine 19. Gut, 20 Euro. So, und dann kommt ein Heiztopf-Spartopf mal 30, 40, nee, 31, 32, 32 Euro. Das ist okay. So, wir suchen uns wieder ein helleres Blau, denke ich. Das ist irgendwie relativ in dieser Sammlung. 20 Euro. Wir fangen. Komm, wir machen hier. Also 20 minus 6 sind 14. Ist aber wieder ein dunkleres Blau. Dann können wir ja auch hier oben machen. Minus 6 sind 8. Minus 2 sind 6. Februar ist Schluss mit Deisland. Minus 4 sind 2. So, und dann nehmen wir noch den Zweier hier. Da haben wir aber noch ganz schön zu tun, wenn wir im Februar fertig werden wollen. So, das war der Heizkostensparentopf. Jetzt können wir mal kurz durchrechnen. Und danach machen wir Steuern. So, 198,50 €. Das ist bis jetzt die höchste Summe, die wir diesen Monat erreicht haben. Liegt aber auch ein bisschen an Tieren und Technik. Aber so habe ich es ja geplant. So, jetzt kommt Steuern. Jetzt kommt nur noch Steuern. So, dazu haben wir das Dice It Up. Genau, und da dachte ich mir, nehmen wir ein bisschen einen größeren Würfel. Damit ihr den ein bisschen besser sehen könnt. Und da haben wir eine 4. Ist von der Budget-Wölfin. So, eine 4 hat man auch noch gar nicht. So, dann die Drehscheibe des Sparens von der Budget-Birdie. Von Design by Desa. Jetzt habe ich hier gerade die Abreiß-Challenge gesehen. Ich habe so durchgestrichen, weil da sind wir ja fertig geworden. Und so ist Design by Desa. Und wir sparen den oberen Ring, also 16 Euro. Wo ist sie denn? Hier ist die Drehscheibe. Und die haben hier ganz viele Dinge zu erledigen. So, Käsekästchen machen wir zum Schluss. Genau, die Lose. Wo sind denn die Lose? Sind hier in der Riesenkiste. Ach, die magischen Herzen wollte ich doch nächsten Monat auch spielen. Ich stecke die mir mal hier rein, damit ich vielleicht eher dran denke. Nee, was? Quatsch. Wir ziehen nicht zufällig. Doch, wir ziehen lila. Ich hatte schon richtig gezogen. So, wir ziehen lila.
Woche 4, genau. So, und wir haben 16 Euro. 8 plus 8 sind 16. Ich sehe, in den Steuerspartopf kommen wieder, wartet, wo ist es denn? So, nochmal 16 Euro. Kommt gut Geld. So, dann haben wir das Schneewürfeln und wir malen die letzten zwei aus. Das sind hier nochmal 8 Euro. Genau, das war von Black Roses Design und ist damit quasi auch beendet. Aber von ihr kommt dafür im Februar ein neues Spiel. Ich habe nämlich noch so ein, sieht aus wie ein Valentinsspiel, aber ich glaube, da ging es eher zum Thema, ums Thema MeTime. Genau. So. Da hoffe ich, dass ich nichts vergesse, was ich jetzt nächsten Monat alles spielen möchte. Genau, damit haben wir auf jeden Fall 4 Sachen rausgenommen. Ganz schön. Habe ich jetzt schon? Ja, ich habe es schon reingeschrieben. So. Das Würfelbuhu. Wir nehmen den wieder einen großen. 2 kommt. Und 7 sind also 9 Euro. Das Würfelbuhu kommt auch im Februar raus, dass das hier klar ist. Was hatte ich gesagt? 2 und 7. 9 Euro. Konzentration. 9 Euro, wir nehmen, was haben wir denn? Wir fangen erstmal hier mit einer 3 an. Ich wollte dann schon die 5 nehmen, aber wir haben keinen 1 Euro. So, dann haben wir jetzt noch 6. Hier haben wir 2 und 4, wa? Ja. Dann haben wir hier noch eine 2. Und hier haben wir noch eine 4. So. Schön. Wir haben nicht mehr viel, also das schaffen wir im Februar, auf jeden Fall. Dann haben wir das Rubbelspar von der Finanzgräfin. Oh, ja. 50 Euro! Eieiei! Hoch hinaus hier. Hoch hinaus. 50 Euro. Naja, gut, ich habe halt auch knapp 800 Euro von YouTube bekommen für den Dezember. Also wenn wir da diese Woche 300 Euro für Steuern zurücklegen, wäre das nicht schlimm. Jetzt haben wir noch den Würfelherbst. Da haben wir hier auch nochmal einen 20er Würfel. 14. Ja, 14 sind okay. 14 sind okay. Was haben wir da? Fangen wir oben an. Haben wir 2, so bleiben noch 12 Euro. Schönes Grün. Dann haben wir noch hier unten die 5, dann haben wir noch 7 Euro. Dann haben wir hier noch die 2, dann haben wir noch 5 Euro. Machen wir eine 3 und eine 2, wa? Machen wir hier die 3. Und hier unten eine von den... Ne, hier ist nur eine. Eine 2. Ja, ist gut, dass ich alle 3 Würfel-Challenges im Februar abschließen möchte. Ich wollte eigentlich noch eine neue rausbringen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Also das wäre noch so ein Bonus-Item, wenn ich nächste Woche zum Release noch eine neue Würfel-Challenge mache. Aber das hängt alles von morgen ab. Erstmal muss ich das andere Item machen. So, jetzt haben wir das Bingo. Und da habe ich ja letzte Woche vergessen, das Video zu gucken. Das war die O74. Eieiei. Die 74 habe ich schon mal. Ja. Die 74 und die machen wir aus mit nochmal gelb. Wa? 74. So, die haben wir. Und dann hat sie gestern gezogen die I20. Die hat keiner von uns. Und die I23.
Die hab auch ich. Sind also 97 Euro. Na gut, wir haben letzte Woche nicht gespart. Was machen wir da? Braun. Braun. Dann gesagt die 23, ja? Ja. Eieiei. Alles für die Steuern. Alles für die Steuern. So. Ja, von dem Bingo sind wir weit entfernt. Bei der Budget Birdie habe ich gesehen, sie hat hier die 4. Wobei Spatze hat hier auch schon. Dem fehlt nur noch 1. Er hat ein bisschen Glück, war? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spatze hat 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe aufgeholt. Ich habe aufgeholt. Ja, aber von dem Bingo bin ich weit entfernt. Mir fehlen mindestens 2 mehrmals. Und er könnte hier bald ein Bingo haben. Na gut, so. Dann machen wir noch die Käsekästchen. Und dann würde ich sagen, da müssen wir heute gar nicht so hoch stapeln. Weil wir haben ja beim Bingo abgeräumt. Wir haben eine 6. Schreiben wir uns 6 Euro rein. So, 6 Euro, sprich 6 Kästchen. Ach nee, wir schreiben uns. Doch, doch, doch. Nee, wir schreiben uns rein, was wir hier drin machen. Ach, Susan, du bist ja blöd. Was habe ich mir jetzt eingeschrieben? 6. Susan, du bist doch blöd. Wartet mal. Wir haben jetzt 2 Euro. Mal gucken, ob wir das machen. 2 Euro, und dann haben wir noch 2, haben wir 1 Euro und 3 Euro. Und dann haut das hin. Aber die 6 Euro. So, also 2 plus 1 plus 3. Konnten wir heute nicht mal Käse freischalten, weil ich wieder unkonzentriert war. Naja, ist ja nicht schlimm. So. Käsekästchen finde ich wirklich schön. Jetzt rechne ich mal noch aus, wie viel in den Steuertopf kommen. Und ich merke schon die ganze Zeit, meine Stimme wird immer kratziger. Daran merkt man auch, dass ich in der letzten Zeit wenig geredet habe. Oder ich habe halt einfach immer noch ein bisschen eine Infektion. So. So, 220 Euro. Und da haben wir zusammen knapp. Nee, ein bisschen über 400. Genau. 418,50 Euro haben wir gespart. So, diese Woche. War ganz schön viel, aber ich hatte ja auch Einnahmehöhe von 1200 Euro. Ja, die magischen Herzen, die nehmen wir mit rein. Und ich glaube, wir spielen wirklich, obwohl es ist, ich bin halt kein so Valentinstagstyp, aber ich glaube, wir zelebrieren das einfach mal. Dadurch, dass ich mein Budget ja immer so ein bisschen nach irgendwelchen Feiertagen oder Jahreszeiten ausrichte. Und die Alternative wäre, das Budget halt einfach nochmal in Blau zu machen. Wobei ich der Sache trotzdem ein bisschen treu bleibe. Ich habe sie mir schon rausgelegt. Also es ist ja immer noch kalt, ne? So, also ein bisschen niedlich wird es auf jeden Fall. Und ansonsten. Gucken wir mal. Ich schmuggle bestimmt auch noch ein paar Pinguine mit rein. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt rosanes Washi-Tape habe. Also vielleicht wird es doch blau mit Pinguinen. Und Herzchen-Pinguin vielleicht. Irgendwie so. Aber mal gucken. Ich lass mich da überraschen. Ach ja, hier habe ich immer noch nicht meine Ziele und mein Vision Board, das kommt noch, das eins nach dem anderen. So, genau. Und dann kann ich jetzt endlich meinen Monatsabschluss machen. Wir haben für die Spartöpfe 1200 Euro diesen Monat ausgegeben. Kannst du keinem erzählen. Aber wir haben ja hier irgendwie 500 Euro allein für Gesundheit. Das habe ich mir auch anders vorgestellt, nicht wahr? Na gut, so. Das war's von mir. Und ja, ich merke, dass ich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen kraftloser werde. Ich werde mich jetzt auch erstmal eine Runde
entspannen, bevor ich das Video schneide. Oder wie spät ist es denn? Ja, so, ich muss noch gehen, Mittag kommen. Bei uns gibt es heute Curry mit Brokkoli und Zucchini und Möhrchen und ganz viel Kokosmilch. Ich glaube, das wird super. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Und falls ihr das Video erst ein bisschen später schaut, dass ihr einen guten Start in die neue Woche habt, dass wir uns alle endlich draußen wieder die Sonne scheint. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Mal gucken, ob die Wundertüten jetzt schon wieder ausverkauft sind. Das war ja beim letzten Mal irgendwie krass, aber da habe ich es anders gemacht. Diesmal habe ich ja bestimmte zur Auswahl. Deswegen mal gucken. Mal gucken. Und nächsten Freitag ist endlich Release. Gott, ich freue mich so drauf. Ich hoffe, dass wir morgen fertig werden und dass das dann alles so wird. Ich habe ein paar schöne Sachen. Also ich freue mich drauf. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald. Tschüss.